Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Frankreich hat gewählt, DAX auf Allzeithoch. Sie alle werden die Schlagzeilen vernommen haben. Sie konnten sehr viel Interpretationen auch zum Wahlausgang lesen, respektive auch natürlich die Erwartungen zum zweiten Wahlausgang, also der Stichwahl. Und wir möchten die nächsten 15 Minuten nutzen, um Ihnen einen kurzen und kompakten Überblick über die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten zu geben und vor allem auch das ein oder andere noch zu erwähnen, was aus unserer Perspektive für einen Anleger im momentanen Umfeld sinnvoll ist. Die Konferenz wird circa 15 Minuten dauern. Die Fragen werden wir sammeln und diese am Schluss beantworten, sodass diejenigen von Ihnen, die noch zum Essen gehen, auch wirklich in dem 15-Minuten-Slot bleiben können. Und im Nachgang haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, respektive natürlich auch wird Ihnen die Konserve noch einmal zur Verfügung gestellt. Wir steigen direkt ein und schauen auf die Entwicklung verschiedener Vermögensklassen seit Beginn des Jahres 2017. Ihr seht es in grün, hier sehen wir die Emerging Market Aktien, also Aktien aus Schwellenländern. Wir sehen in diesem Orange Gold, da sehen wir den Goldpreis, dann sehen wir hier in Rot, sehen wir Aktien aus Europa und hier unten in Blau, da sehen wir Rohstoffe und auch Anleihen. Wir haben Ihnen mal den Tag nach der Wahl hier entsprechend eingezeichnet und Sie können sehen, dass wir eine sehr positive Entwicklung bei Vermögensklassen hatten, die gewisse Risiken tragen. Also wir sehen es hier, wie gesagt, die Schwellenländeraktien, da sieht man diese Erleichterung, die zu positiven Kursen geführt hat. Wir sehen es aber auch hier nochmal sowohl für den globalen Aktienmarkt als auch für die europäischen Aktien, die hier im Gleichlauf sich gemeinsam nach oben bewegen. Und wir sehen, dass der sichere Hafen Gold entsprechend hier momentan an Preis eingebüßt hat. Wir können also insgesamt feststellen, dass wenn wir das Kalenderjahr 2017 betrachten, wir für die Aktienmärkte ein durchaus positives Quartal hatten. Sie sehen es, wir sind im Plus zwischen 8 und 14%. Demhingegen die Rohstoffe und die Anleihen, das sehen Sie hier unten, da war am Ende des Tages nicht viel an Wertentwicklung zu generieren. Was wir an dieser Perspektive aber schon mal wahrnehmen sollten, ist vor allem auch der Gleichlauf zwischen der europäischen und amerikanischen Aktienseite. Das sehen Sie eben hier auch mal dargestellt. Das heißt, die Aktien sind vorher gemeinsam parallel gelaufen, also haben sich kaum verändert und sind dann nach der Wahl auch gemeinsam gestiegen. Das ist natürlich grundsätzlich positiv, weil wir freuen uns natürlich, wenn die einzelnen Positionen im Portfolio sich entsprechend positiv entwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch klar machen, dass wir eine relativ hohe Korrelation eben auch der Aktienmärkte in solchen Situationen haben, was in positiven Marktentwicklungen natürlich jeder sehr wohlwollend zur Kenntnis nimmt, was aber auch in negativen Marktbewegungen, also wenn wir uns vorstellen, dass die Wahl hier anders ausgegangen wäre in Frankreich, wir damit rechnen müssen, dass eben Aktienmärkte sich gemeinsam nach unten bewegen. Das heißt, dass der Grad an Risikostreuung, an Diversifikation, wie die Fachleute sagen, dass der einfach nur aufgrund der Verteilung von Aktienkapital auf verschiedene Indizes in Europa, in den USA und wahrscheinlich auch in den Schwellenländern, dass der am Ende des Tages dann keine Risikostreuung wird, wenn man ihn eigentlich benötigt, eben dann gerade, wenn hier die Märkte sich nach unten bewegen. Also, das nehmen wir an der Stelle hin. Wenn wir die Marktreaktionen etwas genauer analysieren und im Detail betrachten, dann schauen wir zunächst auf die Rendite von Staatsanleihen. Und was Sie hier sehen im oberen Chart, das ist die Rendite zweijähriger Staatsanleihen. Wir müssen zunächst einmal festhalten, dass wir hier die Nulllinie haben. Das heißt, die Renditen befinden sich sowohl für deutsche als auch für französische Staatsanleihen unterhalb der Nulllinie. Und was wir hier sehr schön sehen konnten, ist, dass im Vorfeld der Wahl in Frankreich, dass die Rendite der deutschen Staatsanleihen noch stärker ins Minus gegangen ist. Das ist dahingehend nachzuvollziehen, dass eben die deutsche Bundesanleihe wirklich der ultimative sichere Hafen für einen Anleger ist, der sich im Euro positionieren möchte. Und da man gesehen hat, dass die Verunsicherung bezüglich Frankreichs und auch der durchaus bestehenden Wahrscheinlichkeit, dass zwei Euro-kritische Abgeordnete hier entsprechend in die Stichwahl einziehen. Da hat man eben gesehen, okay, es geht ein bisschen Geld eben in den Kern der Eurozone und der ist in der heutigen Zeit eben Deutschland. Und
Wir sehen das jetzt ein bisschen auch nochmal hier unten abgetragen, eben dieser Risikoaufschlag in grün, dass die Differenz zwischen den französischen und den deutschen Papieren, also nichts anderes als das, was Sie hier oben in der Entwicklung sehen, in der Differenz dargestellt. Und da sehen Sie, dieser Risikoaufschlag, der hat zugenommen, also der hat quasi diese Skepsis ausgedrückt, was die Marktteilnehmer bewegt hat, eben diese doch theoretische Möglichkeit eines Frexits, also sprich eines Referendums, was dazu führen könnte, dass eben auch Frankreich die EU, also die Europäische Union, respektive eben die Eurozone verlassen könnte. Und das hat seinen Hochpunkt vor der Wahl gefunden. Und mit dem Wahlergebnis, die sind hier dargestellt, sind diese Risikoaufschläge erstmal kollabiert. Ich sage bewusst erstmal, weil natürlich gibt es noch ein Überraschungspotenzial im zweiten Wahlgang, aber die aktuellen Marktentwicklungen zeigen sehr deutlich, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass es ausgemachte Sache ist, dass Emmanuel Macron hier entsprechend in das Amt einziehen wird und dass man sich dementsprechend über einen Verbleib Frankreichs in der Europäischen Union und der Eurozone keine weiteren Gedanken machen muss. Also der Frexit, der scheint zumindest aktuell vom Tisch, zumindest scheinen das die Anleiherenditen hier momentan und die Bewegung auch nahezulegen. Wenn wir auf die Aktienmärkte blicken, dann habe ich Ihnen bewusst mal die eingepreisten Volatilitäten, also wenn Sie wollen, die eingepreiste Verunsicherung, die man aus Optionspreisen ableiten kann, einmal dargestellt für den VDAX, also das bezieht sich auf unseren Leitindex DAX 30, dann nochmal für den VIX, eben hier für den US-Markt und auch jeweils nochmal die Durchschnitte, die habe ich Ihnen hier mit eingezeichnet. Und da sehen Sie sehr, sehr schön, wie natürlich vor allem auch in Deutschland die Volatilität dann auch angestiegen ist nochmal vor der Wahl. Wir sehen aber auch in den USA, das ging auch ein bisschen mit. Und dann hier nach diesem Wahlergebnis ist eben die Volatilität auch entsprechend hier kollabiert. Und das zeigt auch wiederum sehr deutlich, was wir auch schon im Chart zur Wertentwicklung gesehen haben, dass wir zwar bezüglich jetzt Deutschland, dem DAX und den USA über verschiedene Aktienmärkte sprechen, dass aber die Richtung und auch die Mechanismen, sowohl was die Entwicklung betrifft, also geht es nach oben oder geht es nach unten, als auch das Verhalten der eingepreisten Volatilitäten hier sehr, sehr synchron im Endeffekt stattfindet. Also genauso wie die Aufschläge der französischen Staatsanleihen auf die deutschen Papiere, die kollabiert sind, ist eben auch die eingepreiste Volatilität hier wirklich in sich zusammengefallen. An positiver Stelle gibt es zu vermelden, dass die Inflationserwartungen, die man ebenfalls aus Kapitalmarktpreisen ableiten kann, dass die nach diesem ja doch schönen Anstieg, man muss das durchaus als schön bezeichnen, weil ein disinflationäres, deflationäres Szenario in unserem Wirtschafts- respektive auch gesellschaftlichen Gefüge mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden ist. Also sieht man Inflation zu einem gewissen Grad doch auch als positiv. Auch die Zentralbank versucht ja, die Geldmenge so zu steuern, dass man eine Inflation von nahe 2% erreicht, weil man dort von Geldwertstabilität spricht. Und Sie sehen, nach diesem Anstieg im Kalenderjahr 2016 sind die Inflationserwartungen wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Man hat ja schon gefürchtet, oh, gleitet das wieder in Richtung Disinflation ab oder wie weit geht das? Aber man sieht jetzt hier, dass sich das nach dem Wahlergebnis doch wieder ein bisschen stabilisiert hat, sowohl für die zweijährigen Erwartungen als entsprechend auch hier für die fünfjährigen Inflationsswaps und dementsprechend, wie gesagt, das durchaus positiv. Und das zeigt auch natürlich, dass diese Verunsicherung, die die Marktteilnehmer nach Ereignissen wie dem Brexit, der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten oder natürlich jetzt auch hier eben der Frankreich-Wahl, die ist doch eben relativ hoch und dementsprechend ist die Erleichterung, dass ein Land wie Frankreich sich hier momentan doch für die Mitte zu engagieren scheint, doch sehr, sehr positiv aufgenommen zu werden. Was man im Fazit allerdings auch sagen muss, ist natürlich der Punkt klar, wir hatten vor den Wochen der Wahl, hatten wir eine zunehmende Verunsicherung eingepreist. Die Marktteilnehmer schauen hier sehr, sehr stark auf die Umfrageergebnisse, wobei wir doch, glaube ich, alle seit der Wahl von Donald Trump wissen, dass die Umfragen natürlich auch nur ein Indikator sein können und mit Sicherheit nicht dazu geeignet sind, seine Anlagestrategie darauf einzurichten. Also, wir hatten eine hohe Verunsicherung eingepreist. Das haben Sie gesehen darauf, dass die Marktteilnehmer taktisch Aktienpositionen abgebaut haben. Man hat Aktienpositionen reduziert, man hat vielleicht über Futures-Positionen abgesichert, gegebenenfalls über die Eurex, also Optionsstrategien hier Put-Optionen dementsprechend ins Portfolio genommen. Also man hat sich taktisch positioniert und nach diesem
positiven Ausgang, so wie er ja aktuell wahrgenommen wird, sieht man eben, dass diese Positionen aufgelöst werden, dass Geld zurückfließt, dass Put-Optionen veräußert werden und dementsprechend sehen wir die Marktbewegung, wie sie eben dargestellt waren. Grundsätzlich sollten wir an dieser Stelle aber nicht vergessen, dass Kapitalmarktrenditen aus einer Vielzahl von verschiedenen Risikoprämien entstehen. Also das sind eben Prämien für das Eingehen von Laufzeitrisiken, für das Eingehen von Kreditrisiken, dafür, dass Sie sich als Unternehmer am Aktienmarkt engagieren, dafür, dass Sie sich vielleicht in kleinen Unternehmen oder sehr günstig bewerteten Titeln engagieren. Und diese Vielzahl von Risikoprämien, die sorgen am Ende des Tages für die Kapitalmarktrenditen. Und eine Risikoprämie ist natürlich das politische Risiko, was wir hier auch immer wahrnehmen. Und dementsprechend sieht man nun, dass Anleger, die sich hier strategisch verhalten haben und nicht auf die anstehende Wahl reagiert haben, die wurden entsprechend belohnt. Die konnten diese Risikoprämien in den doch ja doch sehr starken 1-2 Bewegungen an den Kapitalmärkten entsprechend mitnehmen. Und die Anleger, die sich sehr kurzfristig und taktisch positioniert haben, die haben diese Risikoprämie eben nicht vereinbart, sehen jetzt also in Sachen Rendite erstmal schlechter aus. Und für die Risikoabsicherung wurden sie auch nicht belohnt, weil das können sie im Chart nicht sehen, weil sie haben sich gegen etwas abgesichert, was da nicht eingetreten ist. Für uns als Anleger zeigt das wieder mal, wie wichtig es ist, zwischen der strategischen Perspektive und der taktischen Kapitalanlage zu unterscheiden. Also strategisch heißt wirklich, welche Vermögensklassen für welchen Anlagehorizont, welche Mischung passt hier zu meiner Strategie, kaufen, halten, liegen lassen, rebalancen und nicht durch politische Events durcheinander bringen lassen. Also perspektivisch eher langfristiger Anlagehorizont. Auf der taktischen Seite kann man eben auch mal kurzfristig agieren, aber sobald Sie strategisch und taktisch mischen, werden Sie feststellen, dass Sie keine guten Ergebnisse erzielen. Von daher sollte man das wirklich auch trennen. Nichtsdestotrotz, das muss man auch an der Stelle sagen, diese kurzfristige Perspektive und der Blick auf den Markt und der Blick auf die nachlassende Risikowahrnehmung der Anleger, der darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nach wie vor sehr, sehr große strukturelle Herausforderungen haben. Die Zeit, die die Europäische Zentralbank über niedrige Zinsen und über Interventionen in die Märkte hier erkauft hat, die wurde von der Politik bei weitem noch nicht genutzt. Wir haben große Probleme, zum Beispiel in Italien. Wir haben große Probleme nach wie vor mit Griechenland. Wir haben ungelöste Themen in Sachen Jugendarbeitslosigkeit, also sehr, sehr viel große strukturelle Themen. Und wenn man jetzt sieht, dass in Frankreich ja doch nur ein ja, eigentlich relativ kleiner Prozentsatz ja für Parteien gestimmt hat, die jetzt nicht sozialistisch oder rechtspopulistische sind, dann muss man sich ja die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir wirklich mal eine Rezession haben? Also wenn wir wirklich mal eine Wahl haben, die vielleicht im Umfeld einer Kapitalmarktkrise wie 2008 stattfindet, im Rahmen einer geplatzten Immobilienblase oder eines ähnlichen Szenarios, wie sollen da die Wahlergebnisse aussehen, wenn der eigene Bonus oder das Weihnachtsgeld nicht gezahlt wird und der Nachbar gleichzeitig in Kurzarbeit sich befindet? Also großes Thema für die Zukunft, dementsprechend aus Sicht eines deutschen Anlegers, eines in Euro denkenden Anlegers, die Antwort auf diese Herausforderung kann nur ein global gestreutes und effizient umgesetztes Portfolio sein, weil am Ende des Tages immer wieder Einzelrisiken in Ländern, in Regionen oder auch in Währungen lauern und dementsprechend der Ansatz muss hier wirklich global sein. Auf die Währung möchte ich auch noch kurz eingehen. Was Sie alle gesehen haben, ist, dass der Euro natürlich gegenüber dem US-Dollar zugenommen hat. Wir sind wieder bei Richtung 1,09, so schön, so unspektakulär. Momentan muss man ganz klar festhalten, die Währungsentwicklung ist Kaffeesatzleserei. Die Zeiten, wo Sie ganz klar sagen könnten, die USA läuft deutlich besser, die Notenbank wird weniger tun, demgegen wird die EZB in Europa mehr tun, die Zeiten sind rum. Momentan sind wir in einer Handelsspanne und auch wenn die eine oder andere Investmentbank jetzt hier Kurse von 0,85 oder 0,90 ausruft, aus unserer Perspektive muss man sagen, es macht momentan keinen Sinn, sich übermäßig stark in Währungswetten zu positionieren. Was für Sie und uns als Anleger aber ein sehr wichtiger Punkt ist, das ist die Währungsentwicklung, die direkten Einfluss auf Ihr Portfolio hat. Und wir haben Ihnen hier mal dargestellt, die Entwicklung des MSCI World, also des globalen Aktienmarktes. Und Sie sehen die Entwicklung einmal des Index selbst, also im US-Dollar, wie er eben typischerweise dargestellt wird. Und da sehen Sie seit Jahresanfang rund 7,5% im Plus.
Wenn Sie das aber aus der Euro-Sicht betrachten, dann sehen Sie nur ein Plus von 3,75%. Warum ist das so? Der Grund liegt daran, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufgewertet hat und dementsprechend ist ein Teil der positiven Entwicklung des Aktienmärktes aus der Sicht eines europäischen Anlegers durch die gestiegene Notierung des Euros wieder aufgefressen worden. Also der starke Euro, der belastet global ausgerichtete Portfolios. Und das sieht man sehr schön an Tagen wie zum Beispiel auch am Montag, wo wir eine sehr, sehr starke Bewegung am Aktienmarkt hatten. In Europa, USA und global war ein bisschen schwächer. Und das global ausgerichtete Portfolios, das werden Sie bei den Wertentwicklungen Ihrer Investmentfonds sehen, die global aufgestellt sind, da ist teilweise nicht viel passiert. Warum ist da nicht viel passiert? Weil man natürlich große Bestände in den USA hat, als liquidesten und tiefsten Aktienmarkt der Welt. Noch dazu natürlich Fremdwährungspositionen hält, die sich aus dem globalen Ansatz ergeben. Und wenn dann natürlich der Euro entsprechend aufwertet, dann kann es sein, dass Sie einen Tag haben, wo der DAX einen Aufschlag von 3,5, 4% verbucht, aber das Portfolio, wenn noch ein bisschen Gold drin ist, bei 0 bis 0,2% plus sich hier entsprechend bewegt. Wenn wir den Effekt noch ein bisschen langfristiger ziehen, dann sehen Sie hier mal die Entwicklung dargestellt, wo sie es genau umgekehrt gezeigt hat, nämlich die vergangenen 5 Jahre. Und da sehen Sie, dass diese Euro-Schwäche sich derart bemerkbar gemacht hat, dass wir eine sehr, sehr große Differenz haben, eben zwischen diesem Index, einmal im Euro und einmal im US-Dollar. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, diese vergangenen Jahre einer schwachen Euro-Entwicklung und einer stärkeren Dollar-Entwicklung, die haben sehr, sehr positiv zur Vermögensentwicklung beigetragen. Das trifft natürlich nicht nur Aktien, das betrifft eben auch Anleihen, die zum Beispiel im US-Dollar notieren. Und dementsprechend müssen wir uns aktuell fragen, wenn das positive Momentum in der Eurozone den Euro tendenziell eher begünstigt, weil auch die Europäische Zentralbank vielleicht sich etwas weniger stark engagieren könnte, sobald die politischen Risiken 2017 abgehakt sind und die USA eher das Potenzial hat zu enttäuschen, dann würde das Ceteris Paribus für eine Euro-Stärke sprechen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass besonders die Aktienmärkte in der Eurozone sowohl für jeden Sektor als auch für nahezu jede Bewertungskennzahl deutlich attraktiver sind als ihre US-amerikanischen Pendants. Und dementsprechend, wenn das politische Risiko hier im Euroraum zurückkommt, kann man sich durchaus vorstellen, dass Geld aus den teurer wahrgenommenen Aktienmärkten den USA eben wieder zurück in die Euro-Aktienmärkte fließt. Das ist ein bisschen Rebalancing, das ist ein bisschen wieder Kapital, was zurückkommt aufgrund der geringeren politischen Risikoprämie und dementsprechend für Sie als Anleger ein sehr, sehr guter Zeitpunkt mal zu analysieren. Wenn ich mein Wertpapierdepot betrachte, nach Aktien, nach Anleihen, aber auch meine Edelmetallbestände, mein physisches Gold vielleicht im Schließfach, was ja auch im US-Dollar abgerechnet wird, also wo Sie auch ja einer Entwicklung hier entsprechend ausgesetzt sind. Ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, jetzt mal zu analysieren, wie sieht es eigentlich aus, welchen Anteil Fremdwährung habe ich im Portfolio? Und da werden viele feststellen, dass sie aufgrund der Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahren mehr Fremdwährungsrisiko und auch Chance im Portfolio haben, als sie vielleicht momentan wahrnehmen. Also ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu rebalancen. Wenn Sie sich aktuell Wertentwicklung und auch Rankings von Investmentfonds und Vermögensverwaltung anschauen, dann werden die teilweise sehr unreflektiert mitgeteilt. Da sehen Sie eine Rendite und Sie sehen vielleicht maximalen Verlust. Was aber in dieser sehr kurzen Darstellung häufig untergeht, ist der Einfluss der Währung, die hier drin steckt. Und momentan sehen Sie tendenziell in den Rankings, also in den Ranglisten von Investmentfonds oder auch Vermögensverwaltung, dass tendenziell die Strategien momentan obere Plätze belegen auf 3 und 5 Jahre, die strukturell einen relativ hohen Fremdwährungsanteil haben. Das heißt, die sind einfach deswegen auch in vielen Fällen oben, weil sie 20, 25% positiven Effekt durch den Dollar hatten und den kann man natürlich nicht für die Zukunft hoch interpolieren, sondern vielleicht muss man sogar mal Abschläge vornehmen, weil der Dollar gegenüber dem Euro hier entsprechend abnimmt. Also wie gesagt, das mal als handwerkliches Thema etwas, was man sich jetzt anschauen sollte. Was wir unabhängig von der Euphorie momentan auch noch festhalten müssen, ist, dass der Anlagenotstand in der Eurozone uns weiterhin massiv erhalten bleibt. Was Sie hier sehen, ist die Rendite von
Unternehmensanleihen schwächerer Bonität, also Anleihen, die kein Investment-Grade-Rating mehr haben. Und typischerweise sollten diese Risiken auch mit höheren Renditen kompensiert werden, weil dort eben auch Ausfälle von Schuldnern wahrscheinlicher sind. Und Sie sehen hier die Rendite aktuell 2,91%, also ein absolut lächerliches Niveau. Ich kann das gar nicht anders formulieren. Und das zeigt nur, wie groß der Anlagenotstand momentan ist. Und der bleibt natürlich nicht nur an der Börse, der bezieht sich natürlich auch auf die Immobilienmärkte, der bezieht sich umso stärker auf die Vermögensklassen, je näher diese Vermögensklassen sich am sogenannten Zinsmarkt hier entsprechend bewegen. Also Staatsanleihen sehr stark, Hochzinsanleihen immer noch stark verzerrt, Immobilien stark verzerrt, Aktien tendenziell am wenigsten verzerrt, weil natürlich hier der Zinseinfluss tendenziell stärker abnimmt. Also es bleibt dabei, Frankreichwahl hin oder her. Professionalisieren Sie Ihre Finanzentscheidungen und wie können wir Sie dabei unterstützen? Zunächst mal der aktive Dialog und die Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. Häufig scheitert eine gute Anlagestrategie daran, dass der Zweck gar nicht genau definiert ist. Und wenn man den Zweck nicht kennt, dann fällt es eben auch sehr schwer in schwierigen Phasen, wie wir es jetzt im Umfeld von politischen Wahlen haben, wie wir es vielleicht auch nochmal haben werden, wenn die Kapitalmärkte typischerweise im Sommer mal wieder 10 bis 15% korrigieren könnten. Gerade dann greift man in die Anlagestrategie ein und schadet langfristig der Wertentwicklung. Erstellung und der Analyse der Vermögensstruktur. Man sollte heute schon wissen, welcher Teil des Vermögens in Aktien liegt, in Anleihen, im Euro. Weil nur wenn Sie das wissen, dann können Sie auch darüber urteilen, wie sich eine steigende Inflation auf Ihr Vermögen auswirkt oder wie sich ein Frexit, also ein Austritt Frankreichs, überhaupt auf Ihre Vermögensstruktur auswirken würde. Also hier heißt es eher Fokus auf das Was, weniger auf das, was könnte passieren oder warum, sondern wo würde es mich mit meiner persönlichen Vermögensstruktur treffen. Daraus abgeleitet kann man die Anlagestrategie individuell herleiten, da zählen verschiedene Aspekte zusammen und dann geht es darum, diese kosteneffizient und bankenunabhängig entsprechend hier auch umzusetzen. Und gerade auch das Thema kosteneffizient spielt im heutigen in der heutigen Phase sehr niedriger Zinsen eine große Rolle. Also wo wähle ich passive Indexfonds, wo wähle ich aktive Manager, an welcher Stelle macht es Sinn, Geld zu bezahlen und an welcher Stelle muss man sagen, macht es faktisch und sachlich überhaupt keinen Sinn. Dann die Frage, wie komme ich zur passenden Lagerstelle? Was ist die passende Bank oder die passende Bankenkombination für meine Kapitalanlagen? Und am Ende des Tages gilt es natürlich auch zu diskutieren, welche steuerlichen und rechtlichen Themen gibt es hier zu beachten. Sie wissen, ab dem 01.01.2018 haben wir ein neues Steuerregime für Investmentfonds. Das heißt, Investmentfonds werden dann komplett neu besteuert. Das wird für viele Anleger und auch deren Berater, sei es finanziell oder steuerlich, eine große Umstellung werden. Dann das rechtliche Thema spielt eine große Rolle. Hier gibt es einiges zu berücksichtigen. Und am Ende des Tages, wenn Sie das alles mal getan haben, wobei wir Sie ja dementsprechend unterstützen, dann muss das natürlich regelmäßig abgeglichen werden mit der persönlichen Planung, respektive natürlich auch mit dem Kapitalmarktumfeld, wie es sich eben auch immer wieder neu verändert darstellt, weil eine Strategie, die bei einem Zinsumfeld von 4% Sinn gemacht hat, die macht vielleicht in einem Zinsumfeld von 0,4% weniger Sinn. Und dementsprechend, ähnlich wie beim Auto, ab und zu muss man hier zum TÜV. Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir schon am Ende vom offiziellen Teil. Ich darf Ihnen allen für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir beenden jetzt die Konserve und wer Lust und Zeit hat, kann jetzt gerne noch dabei fragen und sich kurz über Fragen entsprechend einbringen. Allen anderen einen schönen Nachmittag. Bis bald. Auf Wiedersehen.